Diese drei Stücke Holz will ich jetzt hobeln. Das war jetzt aber ganz schön ärgerlich. Würde das Holz nur nicht direkt hinten rausplumpsen, weil der Tisch so kurz ist, dann würde mir das nicht so oft passieren. Ich hoffe, du konntest anhand von dieser kurzen Demonstration sehen, was mich so ein bisschen hier beim Hobeln, speziell bei kürzeren Teilen, stört. Wenn ihr ganz viele kurze Teile hobelt und müsst dann vielleicht von der Werkbank hinten dran noch ein Stück holen, möchtet es aber alle an einem Stück durchfahren lassen, dann kann es schon mal vorkommen, dass ein Teil hinten runterfällt. Ist natürlich super ärgerlich, dann haben die ganzen Kanten eine Macke und die weitere Bearbeitung ist nicht so super gut. Jetzt denkst du vielleicht, boah, der Philipp, das ist wieder so ein richtig unnötiges Projekt, dann schiebe ich doch einfach jedes Stück einzeln durch, funktioniert doch genauso gut. Eben nicht. Speziell wenn du eine kleinere, vielleicht eine etwas leichtere Hobelmaschine hast, wo das nicht alles so extrem massiv ist, genauso eine, wie ich vorher auch hatte, zum Beispiel so eine Schebach Prima HM1, sehr gute Maschine, wenn er eine Hobelmaschine sucht, da ist das echt nicht gut, wenn er jedes Stück einzeln durchschiebt. Da gehe ich am Schluss vom Video kurz drauf ein, warum das so ist und warum es halt eben nicht mehr so ist mit dem Projekt, was wir heute bauen werden. Im heutigen Video werde ich mich also mal um dieses Problem kümmern. Bleib auf jeden Fall dran, denn vielleicht kanntest du diesen Tipp noch gar nicht. Wie gesagt, den gibt es aber später im Video. Jetzt müssen wir erst ein bisschen was arbeiten. Viel Spaß! Hier an diesem Tisch befinden sich auch schon zwei Löcher. Die werden wir später benutzen, um unser Bauteil zu montieren. Den Tisch machen wir genauso breit wie die Hobelfläche. Zu lange will ich das aber auch nicht machen, weil sonst würde dieser Tisch im Weg sein. Viel länger als hier oben dieser Abrichttisch darf das Ganze nicht werden. Ich benutze hierfür ein Stück Flachstahl, das ist 10 mm stark, ist auf jeden Fall stabil genug. Das ist einfach toll, welche geraden und gleichmäßigen Schnitte man mit so einer Kaltpresssäge erzielen kann. Ein kleiner Tipp, wenn ihr auch mehr mit Metall machen möchtet, macht euch auf jeden Fall ein paar alte Lappen zurecht und benutzt die in der Metallwerkstatt, um zum Beispiel das Öl hier runter zu reiben. Mit diesen Lappen hier habt ihr viel, viel länger Freude als mit Papier. Ihr macht viel weniger Müll, weil die Lappen hier, die kann man echt schon lange benutzen, bevor man die entsorgt. Das hier ist Anreißfarbe. Damit markiert ihr, damit bestreicht ihr einfach eure Fläche, die ihr anreißen möchtet. Und dann könnt ihr super deutlich eure Markierungen setzen. Falls ihr das noch nicht kennt, jetzt kennt das, probiert das am besten mal aus. Dort, wo ihr etwas markieren möchtet, nehmt ihr euch dann einfach so ein bisschen blaue Farbe und bestreicht gleichmäßig das Material. Ihr könnt das später auch wieder mit Verdünnung runterwischen. Hier könnt ihr jetzt viel besser etwas anreißen. Jetzt könnt ihr nämlich viel besser etwas anreißen. Das sieht man dann noch besser. Und diese Anreißfarbe bekommt er dann auch eigentlich ganz gut wieder weggerieben. Die Auflagestücke will ich mit einem L-Profil machen. Da habe ich hier noch einen und den werden wir jetzt passend zuschneiden. Wenn ihr solche Winkel schneidet, dann schneidet ihr am besten, wie sie jetzt liegen. Wenn ihr das Ganze so aufrecht stellt, dann ist das meistens nicht so gut für euer Bandsägenband oder Kreissägeblatt. So habt ihr einfach mehr gleichmäßigen Schnitt, als wenn ihr das Ganze erst hier oben schneidet, weil dann frisst sich das Blatt meistens so ein bisschen hier oben rein. Deswegen am besten so rum reinlegen. So, wie verputze ich das Ganze? Ohne viel Heckmeck. Ich lege mir einfach die Teile, die später eh hier mit verschraubt werden, jetzt unter als Distanzstück.
Hier so ein paar Worte, warum sich das bei mir manchmal nicht so gut oder nicht so richtig anhört. Mein Schweißgerät ist schon super alt, das Potentiometer, mit dem man den Drahtvorschub einstellt, ruckelt manchmal so ein bisschen, weswegen bei dem einen Schweißgang dann nicht so viel Draht rauskommt und sie es beim anderen dann wieder gut anhört. Das ist manchmal einfach so, die Schweißnähte werden in meinen Augen aber trotzdem ganz gut, wir haben einen schönen Einbrand. Auch ein Thema, ich habe derzeit noch keine Trägensicherung fürs Schweißgerät drin, weswegen ich noch nicht mit so viel Dampf schweißen kann. Ein Wort dazu. Wenn jemand von euch dabei ist, der Ahnung vom Schweißen hat, speziell beim verzugsfreien Schweißen, würde es mich freuen, wenn du das in die Kommentare schreiben könntest. Denn das hier ist für meine Verhältnisse okay, aber ich hätte es gerne perfekt bei jedem Schweißdurchgang. Und wenn du da ein paar Tipps hast, würde es mich sehr freuen. Ich achte schon immer drauf, dass ich mal gegenläufig schweiße, von der einen Seite in die andere und wenn ich dann auf der anderen Seite was schweiße, von der Seite, wo ich aufgehört habe, in die andere, damit sich die Hitze so gleichmäßig verteilt. Aber wenn du ein paar Tipps noch hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben. Diesen Reinigungsgummi, den ich da gerade mal benutzt habe, werde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Damit könnt ihr super gut euer Schleifpapier wieder sauber machen, so wie ihr es auch gerade gesehen habt. Jetzt haben wir diese ganzen Ausschnitte fertig gemacht, weil da sind ja die Schweißnähte. Diese Ausschnitte habe ich auch bewusst an der Kreissäge gemacht, weil ich nichts umbauen musste. So ging es einfach ein bisschen schneller und jetzt haben wir die nötigen Ausschnitte. Diese Platte können wir jetzt hier auflegen und müssen sie hier nur noch verschrauben. Und da habe ich auch noch einen Tipp für euch. Diese Senkbohrer, wie so wahrscheinlich jeder von euch auch zu Hause hat, mit diesen Bohrern hier, die sind nicht schlecht, mit denen könnt ihr auch Metall bohren. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hier direkt durch das L-Profil durchbohren, senkt direkt das Holz und dadurch, dass das hier ein 3er Bohrer ist, könnt ihr mit den Schrauben, mit 4er Schrauben im Außendurchmesser, könnt ihr direkt in das Material reinschrauben, müsst kein Gebinde oder was anderes schneiden. So ein kleiner Tipp am Rande. Hier stehen unsere Schrauben jetzt ein Stückchen durch, das habe ich bewusst gemacht, denn die werde ich jetzt plan schleifen, weil ich dieses Gestell anschließend noch lackieren möchte. In der Theorie sollte das Teil so schneller trocknen. Das geht auch jetzt gefühlt echt schon schnell, also es ist keine Minute her, seitdem ich es lackiert habe. Weil ich glaube, durch dieses Gebläse wird die Verdünnung, die ja in dem Lack drin ist, und wenn das Ganze in die Luft geht, trocknet das Ganze ja. Deswegen sollte es, glaube ich, schneller trocknen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt das gerne in die Kommentare, aber so, also ich kann es jetzt theoretisch schon wieder verarbeiten. Das geht aber echt ratzfatz. Da gebe ich jetzt erstmal noch eine Lackschicht. Jetzt montieren wir das Teil mal. Ich musste die Löcher hier ein klein Stückchen aufbohren, damit das Ganze passt. Ein paar Sprengscheiben drunter, damit er sich nicht aufdreht. Der Tisch ist jetzt soweit montiert. Der läuft unten ein bisschen schräg ab, das ist aber normal. Das ist auch, glaube ich, bei den gekauften auch so, dass der Abgabetisch dann unten so ein bisschen runter geht. Und jetzt werden wir es mal kurz ausprobieren. Das hat sehr gut funktioniert. Jetzt kann ich vorne ganz entspannt das Holz mit viel Konzentration einschieben, ohne dass ich mich zu sehr hier hinten drauf konzentrieren muss. Und die Stabilität hier ist auch vollkommen ausreichend. Das Ding hier muss ja keine Tonnen aushalten. Das muss lediglich das Ausgabeholz hier hinten so ein bisschen halten können. Und darüber hinaus ist das hier auch stabil genug. Ja, aber warum ist das so wichtig, dass man die Hölzer immer hintereinander durchschiebt? Ich zeige da noch einmal, was ich meine. Und dann sage ich da, warum das wahrscheinlich für deine Maschine sehr, sehr wichtig ist. Ich werde jetzt also versuchen, diese ganzen Teile nacheinander durchzuschieben, sodass sie immer Stoß an Stoß durch die Maschine durchlaufen. Ich probiere es mal gerade, die sind jetzt relativ kurz. Kann sein, dass ein bisschen Luft dazwischen ist, aber ihr wisst, was ich meine.
Und zwar geht es um den Messerschlag. Der Messerschlag tritt normalerweise hier so in diesem Bereich auf. Bei meiner alten Maschine war das ein ähnliches Problem. Wie gesagt, hier ist das nicht so groß, weil der Tisch sehr massiv ist. Aber bei diesen günstigeren bzw. bei den leicht gebauteren Maschinen, da habt ihr das ja meistens so, dass ihr diesen Tisch hier über vier Zahnräder bzw. vier Zahnstangen hoch und runter bewegt. Wenn jetzt die Andrückwalzen, die drücken ja das Holz hier vorne sehr, sehr stark runter. Wenn die auf beiden Seiten das Ganze runterdrücken, ist das gleichmäßig. Aber sobald ihr das vorne reinschiebt, drückt ja die Walzen nur vorne herunter. Und bei diesen leicht gebauteren Maschinen hat man da ein bisschen mehr Spiel, sodass das Holz ein bisschen runtergedrückt wird. Aus dem Grund haben wir hier vorne schon mal einen leichten Messerschlag, weil er dann schon mal ein bisschen tiefer hobelt. Weil sobald ihr auch auf beiden Seiten mit den Andruckwalzen das Holz auf den Tisch drückt, dann ist es wirklich parallel gedrückt und sobald er hinten dann rausfährt, ist nur noch hinten die Andruckwalze in Aktion, sage ich mal. Das Holz wird ein bisschen weiter runter gedrückt und so hobelt ihr halt einfach ein bisschen mehr Material weg. Das könnt ihr sehr, sehr gut umgehen, indem ihr alle Holzstücke einfach in einer Reihe durchschiebt, weil dann drücken die Andruckwalzen das Material immer gleichmäßig nach unten. Probiert es mal aus. Der Effekt ist wirklich gigantisch. Und aus diesem Grund kann ich dir auch dieses Ding hier empfehlen, weil das macht es dir einfach ein bisschen einfacher, das Holz in einer Reihe durchzuschieben und halt zu vermeiden, dass es auf den Boden fällt und dann so eine Schade bekommt, weil das Holz, was auf dem Boden liegt, vom Holz, was oben runterfällt, so getroffen wird und dann habt ihr schnell ganz viele Schnatzer im Holz und das will man ja vermeiden. Bei mir ist ja das Problem mit dem Hobelschlag nicht ganz so groß, deswegen ist das bei mir nicht dafür so wirklich gut geeignet. Bei mir ist es eigentlich einfach nur der Grund, dass wenn ich öfters wieder solche kürzeren Stücke hobel, die hinten dann auch auf dem Tisch liegen bleiben und nicht runterfallen. Das ist bei mir jetzt der Hauptgrund. Bei dir wäre es wahrscheinlich der Hauptgrund, dass halt eben dieser Hobelschlag vereinfacht, wie sagt man, verhindert werden kann und dir das Holz nicht hinten runterfällt. Ich drehe den Tisch jetzt mal noch ein Stück runter, damit ihr seht, wie es aussieht, wenn man die Abrichte benutzt. Und ihr seht, dieser Tisch hier, den wir jetzt gebaut haben, der ist absolut nicht im Weg. Man kann immer noch sehr, sehr gut abrichten. Und das bedeutet, ich habe dafür mit diesem Projekt mein Ziel komplett erreicht. Dir gefallen solche Arten von Videos? Dann überleg dir doch gerne, den Kanal zu abonnieren. Ich gebe dir mal eine kleine Preview. An dieser schönen Maschine arbeite ich gerade. Das wird aber ein eigenes Video. Und wenn du das nicht verpassen willst, abonnierst du am besten den Kanal. Denn dann wird da das Video, wenn es fertig ist, an der Seite angezeigt und du musst nur noch draufklicken. Gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, ist für dich nicht viel Arbeit, bringt mir aber super viel. Auf dieser Seite verlinke ich dir jetzt noch zwei weitere Videos. Hier unten verlinke ich dir den Abonnier-Button. Wie gesagt, klick dich mal durch die Videos durch, da gibt es auch ein paar kostenlose Baupläne, damit du das Projekt auch möglichst einfach nachbauen kannst. Halt die Ohren steif, bis zum nächsten Video, tschüss.